Seite kann man die Tee aus. Verpackungsmaterial, Leinwände, steht ein fertiges Bild. Mit Acrylfarben. Das ist so mein. Eigentlich immer mit Acryl, weil das so gut handelbar. Das kann man auftragen in verschiedenen Konsistenzen. Die trocknen schnell, sie sind nicht giftig. Das ist zwar ein synthetischer Stoff, aber die Ölfarben sind eben sehr. Also das riecht dann immer so nach Lack und Ding. Das ist für die Augen und für die ganzen Schleimhaut ein bisschen gefährlich und deshalb nehme ich lieber Acryl. Mhm. Weil das Öl, das braucht halt irrsinnig lang, bis es trocknet. Da musst du auch eine Schicht machen, 2-3 Wochen warten, bis das nächste. Und bei Acrylfarben kannst du nach ein paar Minuten wieder drüber malen. Ich male manchmal bis 80 bis 100 Schichten. Ja, wenn das jedes Mal dann wochenlang trocknen muss. Und so male ich immer 3 Bilder gleichzeitig ungefähr. Mache eine Schicht, das trocknet, mache die nächste Schicht und dann lasse ich das eine Weile trocknen oder zumindest über Nacht und kann dann am nächsten Tag sofort wieder weitermachen. Muss halt ewig warten. Und man kann atmen im Atelier, kriegt Luft und so weiter. Woher bekommen Sie denn Ihre Ideen? Ich habe 6 Zyklen, die ich male, also 6 Themenbereiche. Das kann ja nachher einen Folder geben. Das sind alles Naturthemen. Es ist ein Naturkreislauf. Und dann arbeite ich so, dass ich meistens in der Natur fotografiere. Und dann von den Fotografien aus entstehen dann die Bilder. Ja, ich zeige dir mal so eine Fotografie. Zum Beispiel immer aus der Vogelperspektive von oben, dass man nur die Strukturen sieht und aus denen abstrahiere ich dann und entstehen diese Bilder. Dann bleiben nur Formen übrig und Farben übrig manchmal. Zum Beispiel unten das blaue Bild, da ist einfach auch dieses Blau genommen. Und dann so entstehen die Bilder. Ich nehme nur das Blau und das Braun raus und diese Strukturen und dann bleiben nur solche Fäden übrig und so wird das umgesetzt. Auch in meinem Schmuck verarbeitet. Das sind statt Skulpturen sind bei mir dann solche Sachen oder dann im Schmuck verarbeitet. Wie andere zum Bild zum Beispiel eine Skulptur macht, wird bei mir dann sowas. Mhm. Genau. Willst du noch nach unten vielleicht gehen? Wie gesehen hast du mit dem Himmel und den Blüten, da wird es natürlich nur das Blau genommen. Mhm. Und da ist das Bild draus entstanden. Also, so ist es. Heißt Himmelsspiel das Bild, da habe ich eben den Himmel fotografiert und einer meiner 6 Themen heißt Himmelsspiel. Das letzte Thema von den 6 Themen ist Himmelsspiel. Das sind die Wüstenträume. Das ist das 4. Thema. Da habe ich immer dieses Gelb mit dem Rot. Die Bilder haben immer diese Trennungslinie drin. Das ist einfach so entstanden und entwickelt sich jetzt weiter in den Formen. Sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen, dass Sie malen? Ich habe schon von klein auf eigentlich immer gemalt. Da konnte ich so quasi noch nicht gehen, da habe ich gemalt und ich habe dann eben nach der Schule Kunst studiert. Wobei ich dann auch über Umwege, ich habe dann auch Musical studiert, war am Theater engagiert, bin wieder zurück zur bildenden Kunst. Aber ich habe schon von klein auf, da hat mich immer interessiert und ich habe schon einfach gemalt. So ist es entstanden und wollte dann auch wieder zurück nach dem Theater. Das sind meine Farben, das sind die Acrylfarben. Wie gesagt, das ist einfach mein Lieblingsstoff, weil die sind für mich am besten handelbar. Die mischen sich gut, verarbeiten sich gut. Ich male immer in der Mischung, nie mit einer Farbe, sondern es wird immer, wenn hier gelb ist, wenn ich jetzt gelb nehme, sind das immer 3, 4 verschiedene Farben. Nie nur aus einer Tube. Ich nenne es nie rot, sondern es wird immer gemischt. Dann wird das irgendwie auch, das ist einfach interessanter, wenn man immer eine rote Farbe nimmt.